diese ganzen Schutzwälle, die die Firmen aufbauen, indem sie, wenn irgendwelche Träume kommen, die auch wieder abschütteln müssen, dass man diese Schutzwelle auch durchdringen kann. Man muss es bloß richtig angehen. Wir haben genau das richtige Rezept gehabt. Mein Name ist Johannes Wosilat von The Hidden Champion und heute bin ich in Pfaffenhausen und zwar bei Hof Automobile bei Alois Hof selber. Hi! Hi, hallo Johannes, freut mich, dass wir mal wieder zusammenkommen Ja, alle Jahre wieder. und hoffentlich ein bisschen Benzin reden werden. Auf jeden Fall. In diesen Zeiten ist das sehr wichtig. Ja. Ja, hier fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Ja. Okay. Alois. Also, wir sind ja trotzdem elektrisch unterwegs. Wir brauchen ja einen Zündfunken. Ihr braucht einen Zündfunken und einen Akkuschrauber, gell? Ja. Und Zündfunken kriegen wir auch unsere Autos zum Laufen. So ist es, so ist es. Ich will nichts Kritisches über das Elektroauto sagen. Ich war ja derjenige, der das Elektroauto 2008 schon ausprobiert hat. Und wir hatten ja schon eine Flotte von Autos, auch zusammen mit Siemens entwickelt und gebaut. Und ich bin derjenige, der auch den Spruch getan hat, Emotion ohne Emission. Und der 911 fühlt sich immer noch wie ein 911 an, auch mit dem Elektromotor. Dazu stehe ich nach wie vor. Hallo, ich habe eine Frage. Wie kommt man durchs Leben? Durchs Leben kommt man, wenn man das Leben tanzt. Das ist ganz wichtig. Und man muss immer die gute Melodie dazu singen. Und dann funktioniert das auch. So habe ich es in meinem Leben auch gemacht. Deshalb habe ich nie gearbeitet in meinem Leben. Sondern getanzt. Genau. Schön. Wenn du jetzt zurückblickst in den letzten Jahren, wie bist du denn der Mensch geworden, der du heute bist? Ach, ich bin eigentlich vom Typ her habe ich mich nicht verändert. Das sagen alle meine näheren Freunde, Bekannte, die mich über lange Zeit kennen. Die sagen alle dasselbe, die sagen, ich bin immer noch der gleiche. Und im Kopf fühle ich mich auch noch, als ob ich 24 wäre, als ich den Laden übernehmen musste hier. Musste, weil mein Vater so früh gestorben ist. Und ich hatte ihn aber auch schon vorher übernommen, weil ich voll engagiert in diesem Geschäft war mit meinem Vater. Wir zwei waren ein Duo und haben versucht, uns von schwierigen Zeiten in bessere Zeiten zu manövrieren. Und da kam im Jahr 74, also als mein Vater verstorben war, war die größte Hürde, die auf mich zukam, ist, dass die Politik und die Gesellschaft in Deutschland geglaubt hat oder zumindest der Gesellschaft den Glauben vermitteln wollte, man wird in einem Jahr nicht mehr Auto fahren. Da bist du zu jung, das weißt du nicht. Das wurde Das geglaubt. wurde geglaubt, ja, es wurde geglaubt. Und deshalb bin ich auch sehr skeptisch mit den ganzen Prognosen, was jetzt so 2030 alles passieren soll, weil ich schon einmal so einen Rush miterlebt habe und der eigentlich aus der Geschichte fast rausradiert wurde. Und man musste nachfragen, bis mal wieder jemand dieses Buch im Jahr 1973, 74 öffnet. So unglaublich, wie diese Geschichte ist, das ist so unglaublich wie der Blaumilchkanal. Kennst du den? Nee, den kenne ich nicht. Ephraim Kishon, muss man anschauen, den Film. Okay, der Blaumilchkanal. Ja. Okay, was passiert da? Da passiert, dass ein einziger Mann anfängt zu buddeln und baut ganz Tel Aviv um zu einem Venedig. Und alle Großen machen mit, die Politiker, die Wissenschaftler, alle sagen ja natürlich, der Mann hat recht, das muss man machen. Am Anfang hat er Widerstand gehabt. Ganz großen Widerstand, bis er so viel schon geschaufelt und gebaggert hat, dass das Wasser schon in den ersten Straßen gelaufen ist. Und dann haben alle mitgezogen und gesagt, ja, das muss man machen, das ist doch ganz offensichtlich. Und somit Okay. wurde Tel Aviv umgebaut. Zu Venedig. Zu Venedig, ja. Okay. Gibt es Und solche daraus? Dinge machen wir auch ganz gerne. Okay. Ich habe es 1973, 74 erlebt, man hat gesagt, man wird nicht mehr Auto fahren. Es gibt in der Zukunft keinen Kraftstoff mehr. Man wird ihn so rationieren, dass es gerade noch vielleicht für die Bundesbahn, für die Dieselloks ausreicht und für manchen Schwerlastverkehr. Aber selbst das ist noch ungewiss. Und es wurde nie erklärt,
warum diese Parolen kamen. Es wurde auch nie erklärt, warum diese Energiekrise stattfand. Gab es nie eine Erklärung. Also keine schlüssige Erklärung. Mhm. Immer nur im spekulativen Bereich. Und das ganze deutsche Volk war zufrieden damit. Man durfte ja wieder fahren, hat man nicht mehr dran gedacht. Es ist alles vorbei. Es ging wieder aufwärts. Die Autoindustrie ging wieder aufwärts. Ein dunkles Kapitel in der Geschichte. Interessiert niemanden mehr heute. Und heute wird mehr Auto gefahren denn je. So ist es. Und sauberer denn je. Mhm. 1974 waren unsere Autos noch sehr schmutzig. Mhm. Da hat sich noch niemand für das interessiert, was aus dem Rohr hinten rauskommt. Ja, meine Eltern hatten einen uralten Passat gefahren. Ja. Das war ekelhaft. Also Geruch, Qualm. Ja, ja. Du musst ja bloß heute mal einem Oldtimer hinterherfahren. Ja. Da können 10 Autos dazwischen sein, den riechst du immer noch. Ja, das stimmt. Und unsere Nasen sind auch empfindlicher geworden. Ja, und da versucht man entweder Abstand zu gewinnen oder zu überholen. Gell? Genau. Was ist denn deine jetzige Aufgabe hier bei Ruf? Meine Aufgabe war immer, dieses Schiff so zu manövrieren, dass es zwischen allen Eisbergen und Kliffen vorbeikam. Und das ist mir gelungen. Ich habe nie einen Businessplan gehabt. Ich habe schon immer gewisse Ziele verfolgt, das ist ganz klar. Aber das meiste hat sich eigentlich irgendwie immer ergeben. Und wir sind jetzt seit 40 Jahren ein Automobilhersteller, was uns am Anfang eigentlich selbst gar nicht so groß, also uns selbst beeindruckt hat, weil wir gesagt haben, naja, das ist einfach ein Muss, um gesetzlich Dinge zu regeln zwischen Hersteller Porsche und zwischen Hersteller Ruf. Und so haben wir das eben auch gemacht. Und heute wissen wir, dass dieser Status des Herstellers ein ganz bedeutender Status ist, der nicht immer einfach ist. Also die Gesetze da alle mit einzuhalten, was die Großen vorführen müssen. Und das ist schon eine große Aufgabe. Und es ist auch eine große Verantwortung, die ich auch meiner nächsten Generation weitergeben möchte, ein Fahrzeughersteller, ein Selbstständiger zu sein und ein Auto auf die Bahn zu bringen, das einerseits die Moderne reflektiert und doch trotzdem die Wurzeln des Ursprünglichen und noch dieses gewisse Rohe, was wir früher noch in den Autos hatten, also aus heutiger Sicht, und das andersrum zu sagen, die sind nicht weichgespült, unsere Autos. Wir haben ganz wenig Fahrassistenzen, wir haben nur eine ABS und eine Traction-Kontrolle, mehr haben wir nicht. Und der Rest muss noch gefahren werden, geschaltet, gekuppelt und so weiter. Und das macht eben die Freude und den Fahrspaß aus für diejenigen, die das jetzt heute suchen, nachdem man die modernen Dinge, die vom Engineering von A bis Z perfekt sind natürlich, schon kennt. Aber man sucht auch wieder ein bisschen das Ursprüngliche. Und in dieser Nische wollen wir bleiben und wollen weitermachen. Klingt schön. Ja. Das klingt echt schön. Wenn du auf die Anfangszeit zurückblickst, wo du Ruf Automobil übernommen hast, was würdest du jetzt anders machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Also ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen können. Es war irgendwie ein Pfad, ein Weg, eine Straße, je nachdem, wie man es nennen will, die immer wieder neu gebaut wurde. Und ich habe immer wieder die richtigen Turns gemacht, die Abbiegungen. Es war so, jetzt habe ich vorher die Energiekrise, das war eine politische Angelegenheit. Danach gab es wieder eine politische Angelegenheit, das war aber mehr firmenpolitisch. Es sollte der 911 sterben. Das weiß heute kaum noch jemand. Das ist auch so eine Geschichte, die vergessen wurde. Oder die Seite wurde aus dem Buch gerissen. Im Jahr 77 wurde angekündigt, dass der 911 noch maximal 3 Jahre hat. Und dann wird er ganz eingestellt und wird dann gegen die neuen Modelle ersetzt. Ja, wir wissen, dass es anders kam in der Geschichte. Ich hatte damals so meinen kleinen Hardcore-Kundenkreis, die alle eingeschworen für den 911 waren, mit allen Kanten und Ecken, die der 911 auch noch sehr stark hatte zu der Zeit. Und diese Leute sagten, hey, also Herr Ruf, können Sie mir nicht noch einen 911 bauen?
vielleicht in 5 Jahren und in 6 Jahren können wir nicht eine Rohkarosserie kaufen jetzt schon und investieren in das ganze Material. Und sie können mir dann noch mal ein Auto bauen, wenn Porsche keinen mehr macht. Dann habe ich gesagt, Leute, beruhigt euch, der 911, der wird sicher weitergebaut. Die haben es vielleicht heute noch nicht verstanden, aber irgendwann werden sie es verstehen, dass das Auto gibt. Und wenn es tatsächlich so kommt, dass er nicht mehr gebaut wird, dann baue ich ihnen einen. Kann ich auch noch einen 911 bauen. Keine Sorge. So, ja, selber. So waren die Gespräche, ja. So waren die Gespräche. Da waren wir noch ganz kleine Firma. Da waren wir 5 Mitarbeiter. Ja. Okay. Und wir haben Wartungen gemacht, Reparaturen. Das war eigentlich unser tägliches Geschäft. Und jetzt durch diese spezielle Nachfrage oder dieser Hunger nach dem 911 und die Sehnsucht, weil eben die Leute schon diese Torschlusspanik hatten, den 11er wird es nicht mehr geben, hat uns veranlasst, noch ein bisschen mehr aus dem 11er rauszuholen und spezielle Modelle zu machen. Wir haben also was gebaut in der Richtung wie in Carrera RS 3.0. Dann kam das nächste Turbo-Modell, der Ruf Turbo Nummer 1, kam im Jahr 77 mit 5-Gang-Getriebe, weil ich von Anfang an nie verstanden habe, wie soll man dieses Auto mit 4 Gängen baut, was eigentlich gar nicht gepasst hat zu dem Auto. Und solche Dinge haben wir dann angepackt. Und das 5-Gang-Getriebe bauen, das war schon für uns als kleine Firma eine riesen Nummer. Als ich damals, also wir hatten auf der Serviette eine Skizze, wie man aus dem 4-Gang vorhandenen Getriebe ein schönes 5-Gang-Getriebe bauen könnte. Und hast du die Serviette noch? Nee, die habe ich nicht mehr, die Serviette habe ich nicht mehr. Aber wir sind dann bei der Firma Getrag, das war die Nummer 1 Firma, die Porsche beliefert hat mit Getrieben. Und haben gesagt, wir würden gerne 5-Gang-Getriebe bauen. Da haben die mir zuerst einmal eine Gehirnwäsche verabreicht, was ich denn meine, was ein Getriebe kostet und was ich mir denn vorstelle, was allein die Entwicklung kostet und so weiter. War das ein Riesenthema. Und da gab es auch noch keinen 5-Gang. Es gab 5-Gang für die Carrera-Modelle und für die normalen 11, aber nicht für das Top-Modell, nicht für den Turbo. Ja. Und dann haben wir die Aktentasche aufgemacht, die war dort mit dem Joe Huber, das war meine rechte Hand, und haben aus der Aktentasche 2 Getriebewellen rausgeholt. Das waren schon Mockups. Das waren schon die Wellen, wie man sie dann später gebaut hat, nur waren die nicht funktionsfähig. Also die waren einfach als Muster gebaut. Haben wir die auf den Schreibtisch gelegt. Da war der Getriebekonstrukteur total von den Socken und sagt, ja, das funktioniert, was ich da hinlege. Da hat er gesagt, da brauchen wir jetzt aber eine Zeichnung dazu. Da haben wir gesagt, ja, zeichnen können wir nicht, aber wir haben das Muster schon mal gebaut. Sehr geil. Und einfach dann machen. Dann kam eine Assistentin, die hat gesagt, ja, das kann ich zeichnen, das habe ich in einem Tag. Und dann war die Zeichnung da. Und so ist das Getriebe ins Leben gerufen worden. Das sind so Dinge, sind so Schlüsselerlebnisse einfach. Ja. Und diese Schlüsselerlebnisse, das sind so Geschichten, da zehrt man halt auch später noch dran und sagt, Mensch, man hat eigentlich schon irgendwo frech gewisse Dinge angehen müssen und man musste auch diese ganzen Schutzwelle, die Firmen aufbauen, indem sie, wenn irgendwelche Träumer kommen, die auch wieder abschütteln müssen, dass man diese Schutzwelle auch durchdringen kann. Man muss es bloß richtig angehen. Wir haben genau das richtige Rezept gehabt. Indem ihr die Muster rausgeholt habt. So ist es. Wahnsinn. Also ihr habt die einfach schon gemacht, wie ihr geglaubt habt. So müsste es passen, ja, genau. Ja, das ist spannend. Das heißt, du würdest auch wirklich diese ganzen Schritte, so wie du sie damals gemacht hast, ich meine, man kann ja nie in die Vergangenheit gehen, sagen, hey, das war genau richtig. Ja. Genau so. Das hat genau passt. Immer, weil du bist auch ein Gefühlsmensch. Sehr. Das heißt, sehr du so entscheidest du auch und dann dann ergibt sich das dann auch schon. Also meine ganze, wenn man es Karriere nennt oder rückblickend, alle Entscheidungen waren emotional. Mhm. Manches ging auch schief. Was ging zum Beispiel schief? Da muss ich jetzt noch ein bisschen nachdenken. Okay, andere Frage. Das vergisst man ja. Ja, genau. Ja, das ist auch das Schöne, wenn man das Positive sieht. Mhm. Oder positiv denken ist, dann ist das Negative wirklich sekundär. Und dann entscheidet man so, wie es jetzt vom Gefühl her passt. Mhm. Und man lernt ja aus den Fehlern. So ist es ja nicht. Gott sei Dank. Ja.
Gibt es Fehler, die du gemacht hast? Ach, mein Gott, ich hätte vielleicht manche Autos, die ich schon im Kopf hatte, hätte ich nicht sterben lassen sollen, sondern doch tatsächlich bauen. Aber es ist so, wenn man so eine kleine Firma ist, große finanzielle Risiken eingehen, ist eine sehr, sehr kritische Sache. Ich komme aus einer Zeit, wo es uns finanziell nicht gut gegangen ist, wo wir mit sehr großen, ein sehr großes Projekt auf dem Rücken hatten, in unserem Rucksack. Das hat mein Vater vorgehabt. Der wollte immer ein Wasserkraftwerk bauen. Und das geht zurück bis zum Jahr 1960. War ich 10 Jahre jung. Hat mein Vater zu mir gesagt: Buh, du wirst einmal der Kraftwerker. Du brauchst schon mal keine dreckigen Hände kriegen in der Autowerkstatt. So hat mein Papa mit mir geredet. Und seine Idee war genial. Er wollte an einer Stelle, wo der Fluss nutzlos 6,50 Meter über einen Absturz das Wasser runterlässt, einfach eine Turbine antreiben und Strom machen. Aber er war seiner Zeit voraus, aus damaliger Sicht, nicht in der richtigen Zeit, weil das war die Pro-Atomstrom-Zeit. Der Begriff erneuerbare Energie, den gab es nicht. Der ist erst nach Tschernobyl gekommen. Und man hat damals so geschwelgt in den Kernkraftwerksoptimismus, ja, dass mal ganz Deutschland komplett mit Atomstrom beliefert wird und Wasserkraftwerke werden sich nicht mehr lohnen. Und den Kampf hat dann mein Vater dann aufgeben müssen, weil er dann verstorben ist. Aber der Kampf war auch sehr kostspielig, weil wir permanent umplanen mussten, neue Pläne erstellen, Planungsbüros und, und. Und das hat eigentlich für uns ein Wachstum nicht mehr möglich gemacht. Wir haben das immer gekämpft, dass wir über Wasser blieben, um dieses Kraftwerksprojekt noch am Leben zu erhalten. Und dann habe ich es ruhen lassen, eine Zeit lang, nachdem ich mich wieder hochrappeln musste. Und im Jahr 1986, nachdem Tschernobyl explodiert ist, konnte man wieder neu verhandeln mit den Behörden. Kann man natürlich wahnsinnige Auflagen dazu von Naturschutz und allen möglichen Dingen, die es früher gar nicht gab, Institutionen. Und im Jahr 1991 habe ich dann tatsächlich die Baugenehmigung bekommen und konnte es dann auch 93 bauen. Das ist auch schon seit fast 30 Jahren am Laufen. Also ich konnte den Okay. Traum meines Vaters erfüllen und das war eigentlich mein größtes Projekt und mein größtes Ziel, das ich nie aufgegeben habe. Wusstest du von vornherein, dass es nicht gestorben ist, sondern dass einfach noch die Zeit da ist? Hast du es Ich gespürt? habe es nie aufgegeben und ich habe immer an die Worte gedacht, die mein Vater selber verfasst hat. Er hat gesagt, irgendwann wird die Menschheit kapieren, dass es keinen günstigeren, billigeren Strom gibt als den Wasserstrom, weil es was Einfachste ist, dass das Wasser einfach den Berg runterläuft und diese Energie kann man auffangen und die kann man mitnehmen. Das ist so selbstverständlich wie ein Windrad. Das funktioniert auch so. Das Wasser will vom Berg zur Donau. Wo steht das heute? An der Wertach in Türkheim. Okay. Ja. Also mal einen Besuch wert. Wäre mal ein Besuch wert, Spannend, das wusste ich doch gar nicht, ja. dass wirklich ein Wasserkraftwerk gebaut wurde von euch. Richtig, richtig, ja. Da sind wir heute sehr, sehr stolz drauf, dass wir das betreiben dürfen. Gibt es auch noch weitere Pläne? Also so ganz große Anlagen und Pläne habe ich nicht mehr. Ich bin ja auch schon ein bisschen fortgeschritten im Alter, zumindest was mathematisch mein Alter betrifft. Ja, wie gesagt, Man fühlt sich im ja immer noch Kopf. auf wie Ja, 25. genau. Ja. Was sagen denn deine Mitarbeiter über dich als Person? Ach, ich glaube, ich komme mit denen ganz gut zurecht. Ich meine, die Mitarbeiter, die über 40 Jahre hier sind, der Hans, der vorher hier war, der ist 48 Jahre da. 48. Ja, war mein erster Lehrling. Nein, wie Ja, alt ist er heute? ja. Jetzt ist er 63. Der will aufhören, stell dir vor. Der will aufhören. Ich Das sage, kann er nein. nicht. Nee, ganz wird das auch nicht. Okay, also es ist neben dir, die zweite Person, die schon am längsten Ja, dabei ist. sicher. Und wir haben auch junge, begeisterte Burschen, die Spaß haben einfach an dem. Und ich glaube, dass wir schon ein ganz gutes Team sind und dass wir uns gegenseitig respektieren. Hast du schon Pläne? Wann willst du aufhören oder bleibst du dabei? Also aufhören habe ich eigentlich nicht vor. Ja. Ich habe noch so viele Sachen noch vor, noch zu machen. Und dann habe ich
jetzt gerade einen sehr frühen 901 fertiggestellt. Das ist auch eine interessante Sache, hat eine lange Geschichte, das Auto. Ist auch was ganz Besonderes. Ist das der 901, den ich einmal hier auf dem Hof fotografiert hatte mit dir? Im Grunde genommen schon, aber das Auto, was ich jetzt anspreche, das ist sogar ein Prototyp. Oh, ja. Okay. Aber mehr darf ich noch nicht sagen. Okay, ich bin still, ich denke mir meinen Teil. Okay, aber dann bin ich gespannt, was da... Ja, es gibt eine neue Story. Es gibt eine neue Story, das sagst du Bescheid, wenn es soweit ist. Genau. Ich kann mich noch bestens an das Grinsen auf deinem Gesicht erinnern, als du in deinem damaligen 901 gefahren bist, in dem ich ja mitfahren durfte. Ehrlicherweise. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so lange grinsen sehen am Auto, während des Autofahrens. Wir waren 20, 25 Minuten unterwegs und ich glaube, du hast nicht einmal aufgehört zu grinsen. Das war so das Erlebnis, wo ich dachte, okay, der macht genau das, was ihm Bock macht. Ja. Bist du als Person mutig? Ja, würde ich schon sagen, ja. Mutig, aber auch nicht, in gewissem Sinne auch übermütig, weil sonst würde man sowas nicht machen, was wir jetzt gerade machen, weil jeder aus der Automobilwelt warnt dich und sagt, das ist dein Untergang, wenn du ein ganzes Auto bauen möchtest. Aber bis jetzt sind wir nicht untergegangen und wir bauen die Autos. Also das heißt, ich bin auch gewissermaßen beratungsresistent. Das braucht man manchmal. Muss man manchmal auch sein, ja. Hast du einen Helden der Wirklichkeit? Ja, also ich finde, was Tesla auf die Bahn gebracht hat, das ist toll, weil er ist nicht nur mit dem Elektroauto unterwegs, er fliegt in Space, schafft es, bringt die Rakete wieder runter, dass er wieder verwertbar ist. Das sind schon tolle Nummern. Ich war in einer Raketenfabrik in L.A. und habe das bei SpaceX und habe das anschauen können. Also Elon Musk ist für mich schon ein Held, egal wie verrückt er sonst noch sein mag, aber er hat was auf die Bahn gebracht, das muss man ihm lassen. Und bringt ja auch ständig irgendwelche und Sachen auf die Bahn. Bringt ständig was auf die Bahn, ja, unbedingt. Was ist so deine schönste Erinnerung? 1987, als wir mit dem Yellowbird diese Hochgeschwindigkeitsfahrt gemacht haben und waren die schnellsten neben allen exotischen Supercars. Was hast du in dem Moment gedacht? Nimm uns mal zurück in die Zeit. Als es war, ich meine, Nürburgring? Nein, es war nicht Nürburgring. Oder wo das? Es war in Era Lessin. Okay. Era Lessin ist eine Versuchsstrecke von Volkswagen. Und das ist ein Hochgeschwindigkeitsoval. Es geht in jede Richtung 6 Kilometer kerzengerade. Und dann kommt eine Steilkurve. Übrigens ein sehr schönes Geschwindigkeitsschild, das mir sehr gut gefallen hat immer. Da steht 250 drauf. In dieser Kurve. Als Begrenzung. Ja, ja. Leider konnte ich nie fotografieren, weil dort das Filmen und Fotografieren verboten ist. Konnte ich nie was zu fotografieren dabei haben. Ja. Ja, und dann fährt man aus dieser Kurve raus, gibt wieder Vollgas und schaut, wie schnell das Auto geht. Und als wir gefahren sind, ist damals noch diese Klappenanzeige gehabt für die Geschwindigkeit, wo der Geschwindigkeitsmesspunkt war, wo so Klappen, klack, 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 so hoch geht wie am Flughafen die Anzeige ist. Und dann hat es eben die 3 nicht angezeigt, die war unten geblieben. Und die letzten 2 Zahlen anzeigt. Und gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Dann hat der Paul Freire, der hat es gestoppt gehabt mit seiner Stoppuhr und hat gesagt, nein, das sind 339 Kilometer gewesen. Und die erste 3 ging nicht hoch, weil sie noch angeklebt und verrostet war, weil sie so lange nicht im Einsatz war. seit 917. Weil okay. Der 917 ist dort schon gefahren. Ja. Und da hat man die 3 gebraucht damals. Aber die 3 war nicht mehr im Einsatz seit langer Zeit. Das ist einfach so eine kleine lustige Geschichte, finde ich. Da kann man immer wieder drüber schmunzeln. Ja. Und das war dann wirklich das schnellste Fahrzeug? Das war das schnellste Fahrzeug, ja. War das auch das Ziel von dir, das schnellste zu sein? Ja, schon. Ja, natürlich, muss man schon sagen. Das war schon das Ziel. Glaubst du, das war ein Durchbruch, der danach kam? Das war ein Durchbruch. Das war ein ganz klarer Durchbruch. Das hat uns in der Nation, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung schon längst zu Hause ist,
einen derartigen Halo-Effekt erreicht. Du musst dir vorstellen, wir haben ja von diesem CTR 29 Autos nur gebaut. Aber dann kamen die Videogames. Und wir sind 80 Millionenfach vertreten in den Videospielen. Also aus den 29 Autos wurden 80 Millionen. Weil der Yellowbird so ein feststehender Begriff geworden ist. Und deshalb will ich auch das nochmal sagen. Ich habe eingangs gesagt, die Amerikaner, die Nation, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung so lange hat, kauft Autos von der Nation, wo man noch frei fahren darf. Also in Anführungszeichen. Diese paar Mal, wo man noch drauf treten dürfen, mehr Theorie als Praxis. Aber das ist genau das, was Deutschland, ihre Industrie und ihr Image in der Autowelt ausmacht. In welchem Alter hattest du hier schon gearbeitet? In sehr jungen Jahren, ne? Ja gut, seit ich krabbeln konnte, war ich bei meinem Vater in der Werkstatt. Okay. Bin von früh bis Nacht unter den Autos, in den Autos, und meine Mutter musste mich stundenlang schrubben, dass sie mich wieder sauber gekriegt hat. Das war so meine Umgebung, meine Umwelt. Ja. Und mein Vater hat mich überall mitgenommen. Also ich durfte mit auf den Autoschrottplatz und überall, und habe da Sachen abmontiert, die ich mit nach Hause nehmen durfte und so weiter. So wie es halt Kinder am liebsten haben. Ja. Das war meine Welt. Und als der erste Porsche zu uns kam, da war ich 13. Du musst dir vorstellen, das war ein Riesenerlebnis. Stand dieses Auto bei uns, ich habe mich da reingesetzt am Abend, die Ledersitze gerochen und im 356 Autofahren gespielt. Und dann war das Auto irgendwann mal gerichtet und fertig. Dann haben wir es gefahren. Dann die restliche Geschichte, die ist ja bekannt durch unsere DVD mit der History. Ja, ja. Aber so bin ich halt aufgewachsen, in dieser Welt. Dann auch zuerst noch viel jünger, weil ich 6, 7 Jahre alt war, wie mein Vater den Omnibus gebaut hat. Durfte ich als Kleiner unter den Bus reinkrabbeln und die Muttern anhalten, dass man die Sitze anschrauben konnte. Weil ein Großer gar nicht reinpasst hat, also war ich gerade der Richtige. Stark. Ja. Also in der Welt bin ich aufgewachsen, und man hat am Tisch nur davon geredet. Und dann hat der Vater gefragt, ja Papa, was machen wir morgen? Und kriegen wir denn morgen noch diesen Motor, und kriegen wir noch dieses Rad? Ich wusste über alle Fälle Bescheid, was der Papa der Werkstatt gemacht hat. Das war halt schön. Das war einfach Teil meiner Jugend. Hattest du eine glückliche Kindheit? Ich hatte eine total glückliche Kindheit, weil ich in dieser Welt aufwachsen durfte. Mein Vater hat ich bin in den Kindergarten gebracht worden, aber ich glaube, in meinem Leben höchstens 5-mal im Kindergarten. Die Lehrbuben mussten mich abliefern am Kindergarten, und eine halbe Stunde später kam der Papa und hat mich wieder geholt im Kindergarten. Ich sagte, Buh, wir fahren weg, wir fahren auf den Schrottplatz. Wir müssen Teile holen, weil damals hat man ja, um Autos zu reparieren, es gab ja keine Ersatzteile, man hat viel auf dem Schrottplatz geholt und improvisiert. Und was immer, wenn vom Opel das Teil nicht gekriegt hast, dann hat man es von mir fortgenommen und hat es passend gemacht für den Opel. So solche Dinge haben wir da gemacht. Damals ging es noch. Es ging noch, ja. Hat improvisiert, ja. Und für was bist du in deinem Leben am dankbarsten? Dass ich gesund bleiben durfte und das alles machen darf, was ich heute noch mache. Da bin ich am dankbarsten, und ich hoffe, dass es noch weitergeht. Durchs Leben tanzend. Ja, richtig, ja. Wenn du einen Rat hättest für Jungunternehmer, was würdest du mir mit auf den Weg geben? Folge einfach deinem Plan, dein Ziel, gib nicht auf. Gib nicht auf, du musst manchmal stur sein und durchhalten. Es geht nicht anders.